Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn. Im letzten Part haben wir Fangora besiegt. Und weil wir Platinum erreicht haben, haben wir noch ein neues Patch bekommen für ein Secret Level. Mole. Hole. Ich sage am besten nichts dazu und geh einfach rein, okay. Ja. Okay, gleich am Anfang, die Musik ist groovy und I like it. Aber wir haben eine neue Verwandlung. Drailer, Mole, Kirby, Dingens. Und damit können wir durch... Was auch immer das ist. Ding, ich glaube irgendwie so Stoff oder so, ganz sanfter Stoff oder so. Kein Plan. Aber ja, das ist... Das ganze Level müssen wir uns einfach durch die ganze Scheiße hier dingen und Sachen finden. Zum Beispiel das Ding. Ja. Ich. Ist da was? Die Dinger sind Candlemenders und ich hasse die ein bisschen. Die sind ein bisschen scheiße, aber. Gehen wir runter. Und folgen einfach mal den Kristallen hier lang und diese großen Kristalle können wir durch. Dicken zerstören und gehen wir mal da rein und ja. Und hier ist unser erster Schatz. Ein Karotten-Kleiderschrank. Yes! Männlich. Okay, hier ist der 3-Star-Patch. Was denn? Was ist das? Da ist nichts, da ist nur das, okay. Freut mich. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und da unten ist noch ein Candleman. Wenn du dich bitte zurückverwandelst, damit ich dich killen kann. Oh oh, er ist frei. Scheiße, stirb! Oder ich gehe einfach so auf. Fuck. Los, Kirby, zerstör das! Und renn! Renn um dein Leben! Es geht um dein Leben, Kirby, Mann! Okay, egal. ja. Mal schauen. Folgen wir einfach den Kristallen, würde ich sagen. Na, ah, oh Gott. Spring! Okay. Candlemander, geh da weg und verwandel dich zu. Sterb doch bitte. Ah, okay. Okay. Fuck! Scheißenheimer. Wow. Nein! Verliere ich echt den Goldrang? Bitte nicht. Bitte nicht. Please not. Das wäre sehr scheiße. Oh, boah. Okay. So, bitte, ich brauche den Kristallstern dringendst. Okay, was ist denn da drin? Nichts Besonderes. Okay. Was ist nur. Okay, folgen wir dem Regenbogen da unten und ja. Ist da nicht irgendwas? Nee? Okay, hätte schwören können, aber ja, was? Hallo. So, hier lang geht es zu den nächsten beiden Schätzen und. Zwar einmal die Musik von Molehole und wenn wir hier wegpushen, haben wir. Das Baumstumpfbett. Geil. Ich kann schwören, hier irgendwo ist ein Kristall oder sowas vergraben. Könnt schwören. Yes! Silberrang! Oh. Wenn ich doch nur. Verdammt. Ich glaube, hier kriege ich jetzt echt keinen Goldrang oder so. Verdammt. Oh, Secret found? Ich wusste nicht, dass das da ist. Okay. Okay, ich meine, man lernt nie aus, hä? okay. Ich glaube, ich kann mir doch noch Hoffnung auf den Goldrang machen, wenn ich den Dreier krieg. Nein! Scheiße, nein! Nein! Ich mach das offscreen dann nochmal. Ich will nämlich überall Goldrang haben. Mann. Aber gut, jetzt habt ihr euren Fail für den Part. Hoffentlich werde ich beim zweiten Level nicht so scheiße sein.
Weird Woods. Nicht seltsam genug für mich anscheinend, ich geht rein. Loading, please wait. Okay, die Musik hier ist ziemlich chillig auch. Und wir haben UFO-Kirby erneut und Scrolling. Bäh. Wäre es nicht für Scrolling, wäre ich zufrieden damit, aber okay, okay, okay. Bursap. Scrolling is... yeah. I don't really like Scrolling that much, but whatever. Hoffentlich kriege ich wenigstens hier einen Wort dran. Das wäre mir nämlich lieber, wenn ich wenigstens in einem... Ah! Die Dinger, wie heißen die? Wieso weiß ich nicht, wie die Dinger heißen, die... Meine Güte. Wieso weiß ich das nicht? Das muss man doch wissen. Aber gut, hier ist der 2-Star-Patch. Ziemlich nice. Und... Bumper. Wunderbar. Wunderbumper. Oh. Ich tue mir manchmal selber weh mit meinen Flachwitzen, aber hey. Es muss sein. Es sind flach... Ah. Du... Idiot! I kill you! Bäh. Hast du jetzt davon? Bäh. Bäh. Okay, hier haben wir das Teleskop. Oh yeah. Und ein Waddle Doo! Waddle Doo, du betrügst mich! Ich bin ein Waddle Doo! Was erlaubst du dir? Ah, gebt mir eure Kraft. Für das zweite Collectible holst du Kirby. Yes. Ein Kuchen. Baumstammkuchen. Yes. War das männlich? Ich habe einen Baumstamm gegessen. Ohne mich. Okay, das war kein Sinn. Okay. Dieser Wispy Woods Verschnitt schleudert seine Früchte, I guess, auf mich. Und ja. Wir müssen ihn zweimal mit unserem Spark hitten und dann ist er down. Also ja, kein komplizierter Boss, auch nicht zu schwer. Und ja. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gib mir meine Kristalle wieder, please. Please. Okay. Wäre die Krise auch überwunden? Sammeln wir einfach mal alle Kristalle hier ein und weiter geht's im Level und wir sind schon am Goldrand. Wow, cool. Okay, Scuffies! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich könnte gecrushed werden hier. Scuffy, verpiss dich! Scheiße, ich krieg den 3-Star-Patch nicht. Well, hoffentlich krieg ich den 5-Stern-Patch, wenn ich den nicht eh schon hab. Kein Plan. Hoffentlich hab ich den. Oh nein, 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 sag mir nicht, ich hab's vergessen. Sag mir nicht, sag mir nicht, sag mir nicht, sag mir nicht. Doch nicht. Boom! Yeah, yeah. Weird Woods Musik? Oh yeah. Ah, Button B ist nach unten gerichtet, okay, okay. 5-Star-Patch! Sammel ein, los! Los, los, los. Yes. Okay, kleiner Gemstone mach ich. Ah! Bursap. Und Brutto Birds. Ah. Lass dich einsaugen, du! Lass dich einsaugen. Okay, jetzt haben wir hier bewegende Dornen. Toll. Bah. Aber die machen uns jetzt nicht zu große Sorgen. Einfach nur an dem Bam-Bam vorbei. Nein, 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 nein. Ich bl. Sag mal, geh weg da, Kirby. Kirby! Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Warum sacke ich so heftig gerade? Normalerweise bin ich nicht so schlecht in dem Spiel, aber hey. Selbst wenn man nicht sterben kann, es ist sogar frustrierender.
weil man hier nicht sterben kann und Geld verliert, wenn man auf das Geld aus ist und auf die Goldränge. Oh, das ist dann so mies immer. Aber gut. Jetzt ist hier Wind, der uns nach unten bläst. Kein Plan, wie das funktioniert, aber hier haben wir nochmal diesen Typ. Dessen Name ich jetzt nicht auswendig weiß. Ich bin ziemlich schlecht, den Namen auswendig lernen oder auswendig wissen. Das ist halt so. Aber gut. Drop dein Shit und drop that bass and I'm all about that bass. Nein! Meine Güte, wie oft wurde ich hier schon gehittet? Gibt's doch nicht. Los, sammle ein. Percent! Oh yeah. So, dann sammeln wir noch die restlichen Kristalle ein und das Ende des Levels ist hier. Mit einer wunderbaren Aussicht auf den Himmel. Wow. Oh. Ich weiß, es ist alles nur irgendwie Stoff oder so, aber das ist ja schön. Oh, das könnte ich verkackt haben. Wenigstens zwei. Wenigstens zwei anstatt. Ich bin Mathematiker. Okay, wir haben Grassland zu 100% abgeschlossen, bis auf Moorhole. Aber jetzt schaut die Welt doch schon viel, viel schöner aus, würde ich sagen. Findet ihr nicht auch? Ziemlich friedlich auch. Aber ich würde sagen, im nächsten Part werden wir in die nächste Welt gehen. Weil, Spoiler, das ist nicht die letzte Welt im Spiel. Krasser Shit, ne? Ich meine, das ist kein Indie-Spiel aus dem Jahre Schnee, also von dem her. Aber gut. Während Kirby jetzt auf dieser Wolke steht und thront über dem Land des Grases, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns im nächsten Part von Kirby und das magische Garn. Bis dahin. Ah, armer Kirby. Auf Wiedersehen.